Bei denen piept's wohl. Oder eher klopft es. Die Schule beginnt heute Morgen für Niklas und Heinrich auf dem Dachboden. Nicht etwa, weil die zwei Sonderlinge sind, sondern weil sie einen Soundwalk machen. So nennt sich eine klangliche Entdeckungstour der Umgebung. Alles, was zu hören ist, wird festgehalten. Der ganze etwas eigenartige Vorgang ist ein wesentlicher Bestandteil des Bhagwati-Projektes. Bhagwati, das ist Sandeep Bhagwati. Selbst ehemaliger Schüler am Athenäum und heute in Kanada lebender Komponist und Künstler. Für 3 Tage leitet er das Schulprojekt und verfolgt damit ein größeres Ziel. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass die Schule ja für alle ein ganz prägender Ort ist, an dem sich ganz viele Erinnerungen sammeln und auch eine ganz starke Prägung der Persönlichkeit stattfindet. Und nicht nur durch die Personen, die man gemeinhin so erinnert, ne, an den Lehrer oder den anderen Schüler oder so, sondern eben auch durch die Räume und den Ort, an dem die Schule steht und auch die Klänge, die in der Schule so sind, die Gerüche, alles das, das Ganze, was ein Schulgebäude ausmacht. Und bei einer Schule, die so alt ist wie das Athenäum, so 400 Jahre, kann sich da natürlich einiges ansammeln an Erinnerungen. Und mein Projekt möchte diese Erinnerungen wieder aktivieren, dass man so viel wie möglich ehemalige Schüler fragt, gegenwärtige Schüler und auch schon tote Schüler, die vielleicht irgendwas hinterlassen haben, was einen Hinweis darauf gibt, wie sie das Athe empfunden haben in ihrer Zeit. Der Dachboden. Nur eine von vielen Erinnerungen. Dieser Ort bzw. dieses Projekt mit diesem Ort erinnert mich an eine sehr schöne Zeit in der Schule, damals in der 6. Klasse. Ich sag mal, wir haben lange nicht mehr an diese Zeiten gedacht und es ist jetzt irgendwie so ein echt schönes Ereignis. Vom Ohr aufs Papier. Das geht auch im Klassenraum. Aber nicht nur ruhige Räume umfasst der Soundwalk. Weiter geht's mit Spurensuche. Oder besser noch Klangsuche. Auch auf dem Schulhof. Was sind denn das so für Geräusche, die du so wahrnimmst? Zum Teil Geräusche aus der Turnhalle. So zum Beispiel ein Kreischen. Ich weiß ja nicht, was da drin gerade gemacht wird. Und sonst Kichern aus der Ferne von anderen Seminaren oder auch das Rauschen von den Blättern der Bäume. Geräusche, die für Bhagwati selbst mit vielen Erinnerungen verbunden sind. Seit 1982 war er nicht mehr hier. Ein unklares Gefühl zu Gesichtern und Orten in der alten Penne. Ich kann es nicht so genau sagen, weil ich so viele noch gar nicht getroffen habe. Heute Nachmittag wird das erste große Treffen sein. Jetzt begegnet man sich so am Gang, aber man hat noch nicht so viel Zeit miteinander zu sprechen, weil wir alle in Projekten sind gerade. Dafür wird es aber noch genug Gelegenheiten geben. Auch wenn der Künstler bald wieder abreist, in den nächsten Monaten wird er öfter seine Fühler und Ohren nach Stade ausstrecken. Denn das Projekt soll Vorbereiter sein für das 425-jährige Jubiläum der Schule. Das Ergebnis des Klangprojekts, ein Teil der Festwoche 2013. Bis dahin gilt es weiterhin, die Ohren offen zu halten.